Das Fatigue-Syndrom, ein Fall für die Erwerbsminderung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Den Krebs haben Sie besiegt, die schwere Infektion, wie zum Beispiel die Covid-Erkrankung, haben Sie auch überstanden, Gott sei Dank. Und trotzdem haben Sie keine Kraft zum Arbeiten. Sie sind immer müde, ständig bei geringsten körperlichen Anstrengungen, sofort erschöpft und finden einfach nicht mehr zu Ihrem normalen Leben zurück. Und dies auf Dauer. Ursache ist eine chronische Fatigue, die auch als Krankheit anerkannt ist. Selbst nach einer Reha-Maßnahme, die Sie durchgeführt haben, kommen Sie nicht mehr zurück und Sie müssen jetzt überlegen, wie es geht weiter. Und dann kann es sein, dass Sie Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente haben. Und im Rentenrecht oder im Recht der Erwerbsminderungsrente heißt es, Anspruch auf eine Erwerbsminderung hat, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit weniger als 6 Stunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes einer Beschäftigung oder einer selbstständigen Tätigkeit nicht nachgehen kann. Natürlich setzt das auch noch voraus, dass man die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Und da Fatigue, wenn sie ordentlich diagnostiziert worden ist, und wenn sie auch einen bestimmten Schweregrad erreicht hat, also man dann wirklich auf Dauer, absehbar auf Dauer, nicht mehr arbeiten kann, zu einer Erwerbsminderung führen kann, kann man Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente haben. Entscheidend ist aber, dass die deutsche Rentenversicherung auch erkennt, dass Sie als Betroffener unter dieser Fatigue auch leiden, dass also Fatigue vorliegt. Nur wenn feststeht, dass der Betroffene auch tatsächlich an dieser Fatigue leidet und dies zu mehr als 6-monatiger Einschränkung seiner Erwerbsfähigkeit führt, kann es für eine EM-Rente wirklich reichen? Erste Urteile von Sozialgerichten haben es wirklich bestätigt. Mein Tipp, wenn Sie an Fatigue leiden, dann sehen Sie bitte zu, wenn Sie Kraft dafür haben, dass Sie gute Befundberichte haben, gute Gutachten haben, die das auch wirklich im Detail darlegen und diagnostizieren und auch erklären, welche Folgen das in Ihrem Fall auf Ihre Erwerbstätigkeit hat. Wer unter einer Fatigue leidet, der ist gar nicht in der Lage, weil das ja eine chronische Erschöpfung ist, den Kampf gegen die deutsche Rentenversicherung allein zu führen. Und nehmen Sie sich bitte Hilfe von Ihren Familienangehörigen, von Freunden, von Sozialverbänden oder aber auch von spezialisierten Anwälten und Rentenberatern. Denn eins können Sie mir glauben, wenn Sie Fatigue haben und das in schwerer Art und Weise, dann sind Sie nicht in der Lage, dauerhaft hier selber Schreiben zu schreiben, Widersprüche zu machen und sich mit der deutschen Rentenversicherung in den Kampf zu begeben, um eine Erwerbsminderungsrente durchsetzen zu können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.